Microsoft möchte mit neuer Hard- und Software die Kreativen an sich binden. Xiaomi kopiert fröhlich weiter und bringt dann doch ein Designwunder auf den Markt. Und dann haben wir auch noch smarte Windeln. Ja, ernsthaft. Xiaomi hat diese Woche zwei neue Geräte vorgestellt. Einmal das Mi Note 2. Das sieht aus wie ein kompletter Galaxy Note 7 Klon. Das komplette Design wurde vollständig übernommen und kommt mit folgenden Specs. Ein 5,7 Zoll Full HD OLED Display, das kommt übrigens von LG. Dann 4 oder 6 GB interner Speicher, 64 oder 128 GB interner Speicher, 4070 mAh Akku, also das alles, was man so kennt, Fingerabdrucksensor. Das sieht alles ganz, ganz praktisch aus. Übrigens ein 22,56 Megapixel Kamerasensor mit EIS, der gleiche, der auch im Google Pixel drin sitzt. Das heißt, elektronische Bildstabilisierung funktioniert auch bei 4K-Aufnahmen. Könnte ganz interessant werden. Dazu passend ebenfalls mit einem Qualcomm Snapdragon 821 kommt das Mi Mix. Das hat ein 6,4 Zoll Display, eine sehr geile 91:3 Screen-to-Body-Ratio, 6 GB interner Speicher, 128 oder 256 GB interner Speicher und sieht einfach nur unfassbar großartig aus. Das Ding werde ich mir auf jeden Fall kaufen, wenn ich in China bin und die Möglichkeit haben sollte, zuzugreifen. Kostet 500 bis 600 Euro umgerechnet, kommt außerdem mit einer 16-Megapixel-Kamera, auch Frontkamera übrigens, total überraschend, und mit einem Akku, der 4400 mAh dick ist. Das könnte also generell sehr spannend für mich auch sein. Und ein riesigen Display, ist einfach fantastisches Design-Ding. Überraschend ist es, dass es auf jeden Fall auf den Markt kommt, aber nicht in Deutschland, zumindest bisher. IoT kennt anscheinend seine Grenzen noch nicht. Das Internet der Dinge wird von Woche zu Woche kurioser. Letzte Woche haben wir uns noch über Eltern aufgeregt, die ihre Kinder im Kindersitz im Auto vergessen. Da gibt es jetzt auch schon eine Lösung. Da wird man benachrichtigt auf dem Telefon. Jetzt gibt es ja das Projekt DryMe auf Indiegogo, das eine smarte Windel im Endeffekt ist. Und diese Windel hat einen Sensor, beinhaltet einen Sensor, und damit ihr nicht an der eures Kindes riechen müsst, um zu erfahren, wann es gewechselt werden muss, macht das jetzt die smarte Windel. Was für eine Microsoft hat es ernsthaft getan. Sie haben 3 Stunden lang ihren Livestream laufen lassen und erzählt, was sie für tolle neue Produkte haben. Fangen wir erstmal ganz vorne an. Es gibt neue Software, es gibt neue Hardware, es gibt im Softwarebereich ganz, ganz viel neues 3D, es gibt im Hardwarebereich ganz, ganz viel neues 3D. Das neue Update nennt sich Creators Update. Das ist für all die Leute gedacht, die, ja, man hört es schon, sehr kreativ aktiv sind. Es wird das Creator Studio geben, es wird Paint 3D geben, sehr, sehr viele Möglichkeiten, sich ja, kreativ ein bisschen auszulassen. Finde ich einen ganz netten Weg. Spiele kann man jetzt über die Xbox App streamen, außerdem wird sehr viel mehr Skype integriert. Das bedeutet, ihr habt dann unten rechts in der Taskleiste so einen kleinen Personenbereich. Wenn ihr aktiv Skype nutzt, kann das ziemlich geil werden, weil das komplett integriert wird und ihr per Drag and Drop dann auch Daten hin und her schieben könnt, indem ihr einfach nur noch irgendwas nehmt und auf die Person zieht. Das sieht alles ziemlich fancy aus. Ich bin gespannt, ob das im Alltag dann wirklich genauso gut funktioniert. VR-Brillen werden von HP, Lenovo, Dell, Asus und Acer ab ungefähr $300 verkauft. Das könnte ganz spannend werden, weil ihr dann die Möglichkeit habt, das alles zu nutzen, was ihr sonst nur mit der HoloLens gesehen habt. Und die wird ja für Preise ab 3.500 Euro oder Dollar verkauft, bis hoch zu 5.000. Das kriegt man so schnell nicht in die Finger. Für 300 Euro sind diese Varianten natürlich sehr viel angenehmer. Dann haben wir noch ein Surface Book mit i7, dem alten. Besserer Grafikperformance, 16 Stunden Akkulaufzeit laut Microsoft. Da müssen wir mal schauen, was da wirklich dabei rumkommt. Sie sagten, dass sie bis zu 30% mehr Akku oder Batterie generell in das Surface reinstecken konnten. Mal schauen, was da am Ende wirklich bei rumkommt. Dann gibt es das Surface Studio, das ist ein All-in-One-PC, 12,5 mm flach, 28 Zoll Screen, 4.500 x 3.000 Pixel True Color Display mit Core i7 Prozessor, genau, mit 4 Kernen, bis zu einer GeForce GTX 980M. Das finde ich persönlich sehr, sehr, sehr schwach.
bis zu 32 GB DDR4 Arbeitsspeicher, SSHD mit bis zu 2 TB, Mini-Displayport, Klinke, SD-Kartenleser, Gigabyte Ethernet und 4 USB 3.0 Ports. Kommt mit keinem USB Type-C, das finde ich ein bisschen schade. Ich habe das Gefühl, das Ding ist locker so 1,5 bis 2 Jahre zu spät gekommen. Der große Clou ist aber das Display, also der ganze Screen ist kippbar, sodass man sich als Person sogar drauflehnen kann und kann dann trotzdem noch mit diversen Produkten nebenbei genutzt werden. Es gibt so ein schönes Mini-Rädchen, mit dem man auf dem Screen arbeiten kann, und das Teil sieht schon ziemlich fancy aus. Übrigens, Preise ab 3000 Euro oder Dollar. Schauen wir mal. Das Surface Dial kommt gratis mit dem Surface Studio. Das ist natürlich klar, weil man schon in der Präse gesehen hat, dass das Ding komplett damit funktioniert. Kostet so einzeln aber auch zu bekommen 100 Euro bzw. Dollar. Mal schauen, was die deutschen Preise da sagen. Ich finde es ganz geil, dass man für die, die auch wirklich so kreativ dann aktiv sind, zum Beispiel innerhalb von Photoshop, die Farbauswahl damit benutzen können. Dieses Drehbedienungsrad ist generell auch für andere Surface-Geräte nutzbar. Also wenn ihr das sonst so haben möchtet, könnt ihr damit nebenbei alles noch benutzen. Ich weiß noch nicht, also es konnte mich bisher auf jeden Fall begeistern, es sah alles ziemlich spannend aus, aber erfahrungsgemäß, letztes Jahr konnte Microsoft auch in der Präse sehr viel begeistern und am Ende war es relativ ernüchternd. Ich bin gespannt, wie und was mich da dieses Jahr oder in den nächsten Wochen erwartet. Microsoft, ihr kennt meine Adresse, schickt mir einfach alles rüber, ich gucke es mir mal an. Was waren denn eure Highlights dieser Woche und was haben wir vielleicht verpasst, was wir hätten in die News mit reinnehmen sollen? Schreibt das alles mal unten in die Kommentare rein und lasst gerne noch einen Daumen nach oben da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und wenn ihr noch mehr sehen möchtet, Abo dalassen.